Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal ganz was anderes, weil viele von euch wirklich immer nachgefragt haben. Und zwar, was fahre ich eigentlich im Alltag? So, habe ich schon ein paar Mal gesagt. T5. Also eigentlich sage ich jedem aktuell, egal wo ich gefragt werde, auch viel auf diesen ganzen Veranstaltungen immer. Ich bin tatsächlich unter die Busfahrer gegangen jetzt seit langem und schruppe eigentlich die meisten Kilometer mit diesem Bus hier. Er ist mittlerweile ein bisschen ins Alter gekommen, hat jetzt sage und schreibe 412.000 Kilometer. Die ungeschönte, nackte Wahrheit bekommt ihr heute, weil wir rechnen heute mal ab, was haben mich diese Kilometer grob gekostet, was mag ich an dem Auto, was mag ich nicht, was sind die großen Vorteile, warum fahre ich so viel damit, etc. Wir können auf jeden Fall schon mal Folgendes machen. Eure Fragen packt mal in die Kommentare. Im nächsten Monats-Updates-Video werde ich auf jeden Fall hier dann reingucken, weil ich weiß, es werden noch ein paar Fragen von euch zu dem Bus kommen. Also, als allererstes VW T5, 2.0 Biturbo, Quattro, sorry, 4Motion. Baujahr weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf gerade gar nicht. Geht schon gut los hier. Ich meine 2013 müsste das sein. 12.12.2013, das heißt fast 10 Jahre alt jetzt. Schon alt, aber auch krass, fast 10 Jahre alt und 41.000 Kilometer, also im Schnitt pro Jahr. Schon viel. Zwischendurch bin ich ja mal ein Jahr lang T6.1 gefahren, den wir im Werk gebaut hatten. In der Zeit ist Marius im Bus gefahren. Das heißt, eigentlich hätte er noch viel mehr Kilometer runter. Aber deswegen habe ich auch einen ganz guten Vergleich jetzt zwischen alt und neu. Und kann so ganz gut einschätzen, warum ich das Ding fahre. Und da war einfach für mich der Punkt, nach einem Jahr in dem T6.1 habe ich mich in diesen hier wieder zurückgesetzt und muss wirklich ehrlich sagen, ich bin vom Hof gefahren und habe gleich gesagt, ich fahre mit dem Auto lieber. Ist wirklich krass, aber es ist tatsächlich so. Also es gibt ein, zwei Nachteile an dem Ding, die mich ein bisschen stören, da kommen wir später drauf. Aber in Summe muss ich einfach sagen, geiles Auto. Am allerwichtigsten für mich ist, gefühlt lebe ich in diesem Auto. Das heißt, ungeschönte Wahrheit heute. Wir werden einfach mal gucken, was in diesem Bus hier so rumfliegt, weil jeder macht sich mal darüber lustig, wie viel in diesem Bus ist. Weil es ist wirklich viel in dem Bus. Aber es ist halt ein Bus, man hat viel Platz, das heißt, man kann auch viel mitnehmen. Das heißt, egal ob es Kamera-Equipment ist, Teile, Motoren, wirklich, es geht ja immer alles rein. Und was wir schon an Spaß mit diesem Auto gehabt haben, ist wirklich unglaublich. Erster Riesenvorteil, Fernbedienung, zwei elektrische Türen. Ganz heikles Thema, alle sagen immer, zwei elektrische Türen oder eine elektrische Tür kannst du nicht bringen. Geht kaputt. Ich kann genau das Gegenteil sagen. Die Türen funktionieren bis heute fast einwandfrei. Das heißt, es ist tatsächlich krass, wie weich diese Karosse ist, weil wenn das Auto zu schräg steht, dann spinnt die Tür mal ein bisschen. So, und genauso, man kann sie natürlich nicht betätigen, wenn das Auto fährt, also schon im Stand immer machen, ne? Aber in Summe, ich habe wirklich das Fahrzeug, seitdem ich es habe, nicht einmal was mit den Türen gemacht. Die funktionieren seit dem ersten Tag so. Ich will nicht wissen, wie oft die auf und zugegangen sind. Geht einfach immer. So, jetzt aber der allererste Pluspunkt von diesem Auto. Unabhängig davon, dass es von der Konfiguration ein Bus ist, wie ich mir wünsche. 2.0 TDI, 180 PS, ist einfach der stärkste Motor hier drin. DSG, absolut Pflicht, kann ich nur jedem empfehlen. Was gibt's da zu lachen? Achso, ja, wir haben den einen oder anderen, der selbst den 180 PS DSG fährt, als wenn es ein Rennauto wäre, weil es halt mit dem Schalten so ist. Ich persönlich gar nicht. Dann Allrad. Wirklich, ich würde mir keinen Bus mehr ohne Allrad kaufen. Wir haben im Fuhrpark noch einen ähnlichen T5, beziehungsweise zwei T5s. Beide Frontantrieb und beide nur Ärger. Ärger im Sinne von Vorderachse. Antriebswellen, Domlager, Radlager. Gefühlt schlägt alles aus, weil ich einfach der Meinung bin, dieser 4Motion ist schon die Generation von 4Motion, welcher wirklich aus dem Stand heraus die Visco-Kupplung zu hat, Lamellenkupplung zu hat und einen echten Allrad-Antriebsstrang hat. Das heißt, egal was ihr macht, die Kraft verteilt sich immer auf vier Räder. Fahre ich mit Anhänger hier vom Hof runter, Lenkeinschlag nach rechts mit Frontantrieb, geht halt nun mal die ganze Kraft in die Gelenkwellen vorne und nicht nach hinten bei einem Lenkeinschlag. Bei einem starren Allrad verteilt es sich einfach auf alle vier Räder und ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier keine Ärger habe. Bei unserer braunen Praline, ihr kennt das Video, die wir mit einem neuen Motor gerettet haben. Also erstmal, dass der Motor da überhaupt so Kernschrott war. Aber, kein Spaß, ich glaube, wir haben bei diesem Auto schon drei oder viermal die Radlager hinten neu gemacht. Wirklich, jeder kennt es, Frontantrieb T5, hinten Radlager ohne Probleme. Immer Probleme. Allrad, weil eine Antriebswelle drin steckt, gar keine Probleme. 412.000, erste Radlager. Und ich verspreche euch, ich glaube, es wird wirklich schwer, einen Bus zu finden, der mehr Volllast gesehen hat, der mehr beladen war
weil ich fahre wirklich viel mit vielen Leuten rum. Das heißt, da waren Fahrten bei. 8 Leute plus Anhänger. Immer beladen gewesen, das Ding. Und nie Probleme gehabt. Wirklich. Also da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich geil. Jetzt Thema Fahrverhalten. Langer Radstand. Das heißt, wir haben hier zwischen 40 cm mehr. Jeder, der auf den ersten Blick immer nicht erkennt, ob kurzer oder langer Radstand, ihr erkennt es hier am Seitenteil. Kurzer Radstand hört die Tür direkt am Radlauf auf. Langer Radstand hat die 40 cm hier zwischen. Und das sind die entscheidenden 40 cm, die dieses Auto so komfortabel machen. Das sind allerdings auch die 40 cm, die das Auto in der Innenstadt schwieriger zu handeln machen. Ein Bus mit einem kurzen Radstand fährt wirklich... Ja, die mag uns hier, die Biene. Sorry. Die mag uns. Das ist so ganz klein. Da ist doch eine Vespa auf, ne? Nee, noch viel. Nicht zu mir, nee. Nicht zu mir! Nicht zu mir, ich bin hart. Das wir mussten uns kurz um die Weste kümmern. Bus mit kurzem Radstand kann wirklich jeder fahren, hat kaum einen größeren Wendekreis als ein normaler A4 oder A6. Da ist der lange Radstand natürlich ein bisschen unflexibler, aber genau das macht es für mich aus, weil durch diesen langen Radstand fährt das Ding auf der Autobahn gerade mit Anhänger so sicher. Es stabilisiert einfach das ganze Auto und das Ding liegt einfach im Brett. Dann kommt noch dazu, habe ich schon ein paar Mal gesagt, hier ist natürlich, wie es sich gehört, ein H&R-Fahrwerk drin. Das heißt H&R Stabis, rote Koni-Dämpfer. Und schon liegt das Ding wirklich wie ein Brett. Also keine Federn drin, Originalfedern. Aber die Kombination aus den Koni-Dämpfern mit den H&R-Stabis ist wirklich... Also egal, wen ich das Auto fahren lasse, selbst mit 412.000 Kilometer, ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, es ist unbequem, es fährt scheiße. Wirklich, lückenlos. Alle sagen wirklich, fährt einfach geil. Also da muss man wirklich sagen, wenn man das macht, passt das. So, wir waren eigentlich bei zwei Türen stehen geblieben. Für mich... Ich würde niemals mehr in meinem Leben einen Bus kaufen ohne zwei Türen, weil das allerbeste, was dieses Auto kann, ist, ihr kommt aus dem Supermarkt oder aus dem Baumarkt, bei mir ist es öfters eher der Baumarkt, man hat wieder 8000 Sachen gleichzeitig auf dem Arm, weil man zu faul war, einen Wagen zu nehmen und kann wirklich zum Auto gehen und macht per Fernung die Tür auf und stellt die Sachen hier. Habt ihr noch eine Schiebetür, ist die Schiebetür nämlich immer auf der anderen Seite, das heißt, man muss immer einmal um das ganze Auto rumlaufen. Da muss ich wirklich sagen, geil, wirklich. Perfekt. So, kommen wir mal zum Thema Kosten bei so einem Auto. Wir gucken als allererstes, was ich für die Butze eigentlich bezahlt habe. Ich habe hier meinen Ordner mit allen Unterlagen von allen Fahrzeugen. Und irgendwo ist auch hier die Unterlagen zu dem Auto. So, und hier müssten eigentlich alle Sachen drin sein. Allererster Punkt. Gekauft am 29.03.2017. Hätte gedacht, ich hätte den schon länger. Das sind gerade mal 6 Jahre. Und trotzdem schon so Kilometer da drauf geballert. Damals gekauft 102.000 Kilometer. Von einem VW Audi Autohaus. Jetzt kommt's. Damals für 30.400 Euro brutto. 2017 war ein 3 Jahre altes Auto. Das ist jetzt der allererste Punkt, was bei diesen Bussen echt krass ist. Thema Werterhalt. Wir machen jetzt mal mobile auf und gucken mal, was so ein Auto ungefähr kostet jetzt aktuell. So, jetzt muss man fairerweise sowohl Karavelle als auch Multivan nehmen, weil die Ausstattung hier ist eigentlich wie vom Multivan. Also es ist relativ selten, eine Karavelle zu finden mit Allrad, DSG und dem großen Motor. Deswegen machen wir hier einfach mal Multivan mit rein. So, jetzt machen wir hier 180 PS. Dann müssen wir auf jeden Fall Getriebe, Automatik machen. Wir wollen jetzt ja nicht zu weit alles einschränken. Was ist noch wichtig? Xenon, aber den Allrad. Weil ich weiß wirklich, dass viele, das ist auch geil, bei Mobile ist Allrad unter Ausstattung Sicherheit. Und schon haben wir 73 Angebote. Preisniedrigste zuerst. Jetzt haltet euch fest, der günstigste fängt mit 326.000 Kilometer bei 17.500 Euro. Der günstigste von ganz Mobile. Da könnt ihr euch sicher sein, da sind Verunfallte zwischen und so weiter. Der nächste kostet schon 18.500, 18.900 und dann sind wir schon bei 22. Also ich würde aus dem Bauhaus sagen, das Auto ist, so wie er hier steht, mit der Leistung auf jeden Fall noch eine 20 wert. Und ganz ehrlich, wo gibt es ein Auto, wo man über 300.000 Kilometer drauf fährt? Von 100.000 auf 412.000 und nur in Anführungsstrichen 10.000 Euro Wertverlust hat. Also wenn mir das damals einer gesagt hätte, wenn mir das damals einer gesagt hätte, hätte ich definitiv gedacht, wir reden hier eher von, er ist wertlos, ne? Mit 412.000 wird so ein Ding 5.000 Euro am Ende kosten und fertig, ne? Ja, okay. So, dann allerdings muss ich jetzt zur Verteidigung sagen, ich hatte hier eine Gebrauchtwagengarantie zubekommen. Jetzt ist es aber leider bei diesen Fahrzeugen so,
2 Liter Biturbo. Ich wusste es auch im Vorfeld schon. Die waren bekannt dafür, dass ab 100.000 Kilometer der Ölverbrauch losgeht und das Ding Öl säuft ohne Ende. War in meinem Fall natürlich auch so. Direkt Abkauf hat das Ding Ölverbrauch. Irgendwann war es dann so viel, dass ich mir gesagt habe, okay, alles klar, jetzt müssen wir mal was tun. Das heißt, ich den Händler angerufen, der gesagt, ja, ist nicht unsere Aufgabe, bitte einmal die Gebrauchtwagengarantie kontaktieren. Also nach 6 Monaten kehrt die Beweislast in so einem Fall wieder um. Die ersten 6 Monate ist immer der Händler verantwortlich. Nach Ablauf von den 6 Monaten, ab dem 7. Monat, muss ich dem Händler den Defekt nachweisen, dass es schon beim Kaufvertrag war. Was natürlich nicht geht bei einem höheren Ölverbrauch. Dann kam die Gebrauchtwagengarantie. Jeder, der sich mit Thema Gebrauchtwagengarantien schon mal beschäftigt hat, weiß, dass bei einem gebrauchten Auto mit über 100.000 Kilometer die Gebrauchtwagengarantie, auch wenn es eigentlich so eine tolle Vollgarantie ist, fast nichts mehr zahlt. Das heißt, mit ganz viel Glück übernehmen die da noch 50% und auch das noch nicht mal. So, aber es gab damals so einen generellen Wartungshinweis von VW. Die wussten, die haben Kacke gebaut mit den Motoren. Das heißt, da gab es seitens VW aus dem Deal, an der Stelle nochmal vielen Dank an Frank, der hat das nämlich damals organisiert. Man hat das Auto einfach zu VW gestellt, hat eine Ölverbrauchsmessung gemacht. Wenn das Auto bis zu dem Zeitpunkt Checkout gepflegt war, hat VW dort einen niegelnagelneuen Motor eingebaut, hat zu 100% das Material übernommen und ich selber musste nur 50% vom Arbeitslohn übernehmen. Kann ich mal gucken, ob ich hier irgendwo die Rechnung finde. 26.04.2018, da hatte das Fahrzeug, also nach einem halben Jahr, schon 130 runter. Direkt mal mit 30.000 Kilometer eingestiegen. Da haben wir hier komplett Rumpfmotor ersetzt, Motor gereinigt, Kompressor gelöst, blibla, blub etc. pp. Haben den ganzen Motor getauscht mit Service, mit allem, mit hier Keilriemen, Turbolader, Ladeluftkühler. 1.570 Euro übrigens nur die Turbolader. Egal, ganze Rechnung am Ende 3.400 Euro brutto mit 19%. Da muss ich wirklich bis heute sagen, war ein fairer Deal. War für alle Beteiligten cool, weil man darf nicht vergessen, das Ding hat immerhin schon 130 runter gehabt. Und jetzt kommt's, dieser Motor, der läuft bis heute wie ein Uhrwerk. Kein Spaß. 130, das heißt, wir wissen jetzt, der Motor hat fast 300.000 Kilometer runter. 300.000, muss man sich überlegen, ne? Und der hat wirklich von uns nur Vollgas bekommen, wegen Trailer. Nichts dran gemacht, alles Serie, keinen zusätzlichen Ölkühler, kein anderes Öl drauf, was alle gesagt haben, wirklich bekommen, so gefahren und ich kann wirklich sagen, bis heute fast kein Ölverbrauch. Jetzt geht es so langsam los, dass die Turbolader verschlissen sind, also man riecht, dass das Öl aus dem Turbolader kommt, aber der eigentliche Motor verbraucht kein Öl. Kann ich wirklich sagen, einfach nur geil. Das Getriebe musste ich zwischenzeitlich einmal tauschen, eigener Defekt, eigene Blödheit, muss man ganz ehrlich so sagen. Erstens, ein Automatikauto schleppt man einfach nicht ab. Problem war, Massekabel unter der Batterie war kaputt. Auto, somit Batterie immer nicht geladen, irgendwann leer. Ich weiß noch, René und ich standen vor Hornbach, wollten zu einem Videodreh, haben noch irgendwas gekauft, drehen Schlüssel um, bumm, springt nicht an. In dem Moment allerdings, weil das Massekabel so durch war, konntest du ihn auch nicht mehr mit, du konntest ihn auch nicht mehr überbrücken, weil er gar nicht erst gestartet hat. Somit, Seil dran, Autobahn. Ich weiß, man soll eigentlich eine Automatik nicht abschleppen, aber es kam, wie es kam. Irgendwann war die Batterie leer und wenn die Batterie leer ist bei einem DSG, geht irgendeine Sperre in Gang rein. Ich weiß nicht genau, wie es technisch aufgebaut ist. Auf jeden Fall hat es einmal geknallt, es hat Peng gemacht und das ganze Getriebe ist auf Autobahn auseinandergeflogen. War einmal das DQ500 Schrott. So, das heißt, dann ein gebrauchtes Getriebe gekauft. Ich werde es nie vergessen. Ich muss mich auch leider darüber lustig machen. eBay-Kleinanzeigen, 60.000 Kilometer gelaufen, aus erster Hand von einem Gebrauchteilehändler, alles perfekt dran. Getriebe kommt an, ich bringe es zu VW, die haben es eingebaut, die rufen mich an und sagen, ey Philipp, keine Kommunikation mit dem Getriebe, keine Ahnung, was damit los ist. Ich so, boah, du, habe ich gekauft von eBay, so wie typisch halt, ne, erster Hand, 60.000, keine Rennstrecke, von Oma gefahren. Ja, auf jeden Fall wirklich, die haben wirklich wieder, vielen Dank an Frank, der es wieder organisiert hat. Stundenlang geguckt. Irgendwann, nachdem der ganze Kabelbaum gecheckt wurde von oben nach unten, aus Verzweiflung den Deckel vom DSG-Getriebe aufgemacht. Da haben die wirklich die ganze DSG-Mechatronik ausgebaut und abgeschnitten. Das heißt, der Stecker war noch drin, aber das Getriebe war von innen leer. Und deswegen keine Kommunikation. War wirklich, schüttelt es einfach nur den Kopf. Ne? Das heißt, von dem alten Getriebe Mechatronik reingebaut und seitdem läuft das. So, und jetzt kann ich verkünden, toi toi toi, seitdem wirklich fast keinen Ärger gehabt. Also ich habe den wirklich einfach immer nur zum Service gebracht. Dann natürlich ein Problem, ein weiteres Jahr später hat er schon 175 rum. Ein Riesenproblem bei dem Auto war wirklich nur immer Bremse und Reifen. Reifen, habe ich jetzt gelernt, war ich selber schuld. Es waren immer hinten die Reifen verschlissen. Und dadurch, dass wir ihn so krass beladen haben, war ich nicht sensibel genug mit dem Luftdruck. Man muss wirklich
fast 4 bar hinten drauf machen, wenn das Auto wirklich voll beladen ist. Habe ich über nicht gemacht, deswegen hat er einen tierischen Reifenverschleiß gehabt. Also ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, wir haben bei diesem Auto 6 Sätze Reifen bestimmt durchgezogen. Ohne Probleme. Wirklich. Zwischenzeitlich gab es mal eine Zeit, wo wir so viele Plattfüße hatten. Messegelände gewesen, Schraube drin. Messeaufbau, Schraube drin. Also ich glaube, in einem Jahr haben wir alleine 4 Plattfüße so gehabt. Aber da konnten wir relativ gut Sachen durchziehen. Und sonst kann ich wirklich sagen, bis auf, was war an dem Ding noch kaputt? Eigentlich gar nichts. Kein Problem mit DPF gehabt, originaler Auspuff drunter, nicht einmal an irgendeiner Antriebswelle, Radlager oder irgendwas dran gewesen. Innenraum rein gar nichts gemacht. Ich meine, klar, jetzt geht's hier los. Der Sitz geht hier ein bisschen auf, aber ich sag euch, auch erst Lenkrad hier, da muss ich allerdings zu meiner Verteidigung sagen, dass selbst das schon beim Kauf war, dass das so ein bisschen matt war. Achso, eine Sache, wenn ihr euch jetzt einen Bus kauft, kauft auf jeden Fall 2 Einzelsitze, weil wenn ihr rechts eine Doppelsitzbank habt, das ist so dermaßen unbequem. Also man braucht wirklich 2 Einzelsitze. Für mich bis heute, egal wo wir hinfahren, meine Frau ist auch schon viel das Auto gefahren, die sagt auch immer, dieses hohe Sitzen und einfach überall rüber gucken können, ist einfach entspannt und geil. So, nun zu den Negativseiten, nachdem wir erklärt haben, dass das Auto in Summe wirklich ein günstiges Auto war. Navi kann ich eigentlich ausbauen, ist der letzte Müll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt dementsprechend fast 10 Jahre alt. Du brauchst es nicht mehr anmachen, es ist zu langsam, es dauert ewig, es zeigt den falschen Weg an, boah, mit Verkehrserkennung und so weiter, ganz ehrlich, nee. Und genau das gleiche Problem ist auch Thema Soundanlage. Also wer hier ein bisschen Musik hören will, man kann Musik mithören, aber es ist wirklich kein Highlight. Jetzt gibt es in der Karavelle nicht das Dune Audio, das heißt, hier gibt es auch kein Soundsystem für. Im Multivan hätte man Dune Audio nehmen können, das haben wir in einem anderen Bus, ist aber auch nicht viel besser. Also mit Thema Sound muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Riesenvorteil, was einfach nur geil ist, wenn ihr Typ Sitzheizungsfahrer seid. Alter, diese Sitzheizung mit den Stoffsitzen brennt einem den Arsch weg. Das ist wirklich gut. Und was mir jetzt, als ich von T6 auf T5 wieder gewechselt bin, was man merkt, Thema Licht, wie viel das Licht über die letzten Jahre besser geworden ist mit LED etc. Klar, das sind jetzt Scheinwerfer, die sind 400.000 Kilometer alt. Das heißt, auch da wird der Reflektor allmählich ein bisschen ausgebrannt sein. Die Streuscheibe ist nicht mehr richtig gut und so weiter. Thema Licht ist gerade hier, wenn es dunkel ist und wenn es regnet, auch so ein Thema. Einzigen Sachen, die ich als negativ sehen würde. Alles andere eigentlich Taco. Oder was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ein bisschen Gedanken gemacht. Achso, doch. Als ich dann aus dem T6.1 zurückkam, man hat sich erst drüber lustig gemacht. Ich finde es aber ultra geil. Der T6.1 hat hier einen Getränkehalter. Ist eigentlich so richtig maurermäßig, aber es war für uns immer perfekt, weil wir sind halt viel zu zweit unterwegs. Das heißt Getränk 1, Getränk 2. Hier gibt es nur einen Getränkehalter in der Mitte. Das heißt, das ist diese nicht gut. Der fehlt ein bisschen. Genauso Thema 230 Volt. Der T6.1 hatte einfach eine 230er Büchse da drin. Dieser hier, warte, ich gehe mal rum. Dieser hier hat keine 230 Volt Büchse, deswegen musste ich mir hier so einen geilen Spannungsregler hinmachen, dass ich hier 2 230 Volt Dosen habe. Weil gerade wenn man viel unterwegs ist und viel einen Laptop anhat und so weiter oder mal Akkus von der Kamera laden will, ist es halt so mit 230 schon geil. Ne? Funktioniert auf jeden Fall. Reicht vollkommen aus. Ne? Riesenvorteil, Gummiboden. Einfach das Beste, was es gibt. Wirklich. Selbst wenn der Bus jetzt gerade ein bisschen chaotisch aussieht, ich sag euch wirklich, Viertelstunde und das Ding sieht wirklich wie ein Taco aus, weil man räumt einfach alles raus und schon kann man da durchwischen und fertig. Und ich sag euch, alles rausräumen, ihr seht ja, das Auto lebt. Tanke gewesen, schnell mal destilliertes Wasser geholt, hier noch irgendwie Öl vom Abarth. Komm mal rum, wir filmen mal. Wir filmen mal, was so auf der Rücksitzbank alles ist. Man muss nämlich dazu sagen, ich lebe in diesem Auto einfach. Hier mal meine Jacke. Ganz wichtig, wirklich. Kopfkissen, ne? Weil man schläft doch öfter mal hier in der Kiste. Dann sind wir ja viel auf dem Pilzerberg unterwegs. Das heißt, man weiß nie. Nackenkrause, wenn es mal ernst wird. Hier sind die. Ja, ich hatte irgendwann mal feuerfestes Zeug besorgt. Hier auch so T-Shirt-mäßig und so. Das habe ich hier vorsichtshalber in den Rennanzug gepackt. Okay. Sowas fliegt dann da halt rum. Schuhe, Google. Ein bisschen Tape, wenn man wieder was ankleben muss. Also, hier. Nochmal Handschuhe. Allerwichtigste Helm. Das hier, das muss ich jetzt leider einfach mal zeigen. Ich glaube, das liegt ungelogen 4 Wochen jetzt hier hinten drin. Das war, wenn ich mich nicht täusche, von Florian sein Sack, als wir das letzte Mal über Nacht irgendwo hingefahren sind. Den wird er vermissen. Da haben wir noch ein paar Spanngurte, da haben wir noch ein paar alte Blöcke. Darf natürlich in der dritten Reihe auch immer nicht fehlen. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft man hier hinten einfach so drin liegt.
Weil es ist einfach nur bequem. Das Beste, was man machen kann, mit vier Leuten mit dem Bus, so wie er hier ist, irgendwo hinfahren. Einer kann hier liegen, einer kann da liegen, zwei sitzen vorne und unterhalten sich. Perfekt. Selbst wenn wir zu acht mit der Kiste hier fahren, wir waren öfters mal zu acht, keine Ahnung, damals Race 1000, Karneval waren wir auch öfter mal. Ihr seht es ja selbst so, es ist jetzt ja nicht so, dass ich hier nicht sitzen kann. Ne? So, und das Allerwichtigste ist in so einem Bus, deswegen auch Karavelle. Die Karavellen haben nicht dieses Schiebesystem von VW, sondern die Karavelle hat einfach feste Haken im Boden, wo die ganzen Sitze reinkommen. So, und da ist halt das Coole, dass man unter den ganzen Sitzen noch Freiheit hat. Das heißt, ich kann meine Füße überall hinstellen. Die Multivan-Sitze sind zu, die sind eingepackt. Und es ist einfach bequemer auf Langstrecke, wenn man seine Füße ein bisschen bewegen kann. So, das heißt, das ist wirklich ein Fahrzeug, wo man mit acht Leuten bequem reisen kann. Was man sich niemals vorstellen könnte, ne? Man denkt doch immer, ey, wann macht man das mal? Aber wir als Team machen das wirklich oft. Ja. Ja, wir sind so oft hier mit sechs Leuten drin, dann kann man in der Mitte noch das ganze Kamerazeug reinpacken. Es ist wirklich krank. So, jetzt haben wir hier einen Kanister. Warum? Das ist nämlich ein riesen Nachteil von dem Auto. Wenn man den Bus so bewegt, wie wir man den bewegt, das heißt, man hat einen Anhänger hinter, vielleicht so einen Doppelanhänger und kommt an diese 2800 Kilo Anhängelast dran, dann ist es tatsächlich so, dass die Tankanzeige nicht dem Verbrauch hinterherkommt. Das heißt, ihr fahrt über die Autobahn, bing, die Lampe kommt, zeigt 60 Kilometer an. Ihr könnt aber die Uhr nachstellen, dass das Auto nach 30 Kilometern ausrollt. So, das heißt, mit 30 Kilometer Restreichweite steht das Ding schon auf Null. Und das kam tatsächlich leider schon ein paar Mal vor, gerade wenn man dann in dem Moment nicht vom Gas geht, sondern weiter mit 100 fährt, hat sich leider gezeigt, lieber einen Kanister mit haben, weil für einen Diesel-Hochdrucksystem ist das Schlechteste und Dümmste, was es gibt, den trocken laufen zu lassen, weil es einfach Späne erzeugt. Deswegen lieber haben wir immer einen Kanister mit und rollen zur Not einmal raus, kippen den Kanister rein, weil es gibt tatsächlich hier und da mal Stellen, wo es keinen Saft gibt. Ja, und dann natürlich Thema Verbrauch ist natürlich, muss man einfach sagen, bei dem Bus auch nicht wenig. Also Marius oder meine Frau, die haben es schon immer mal geschafft, den so mit 8, 9 Liter zu fahren. Wenn man einfach auf der Autobahn mit 100, 120 fährt, ohne Anhänger, fahren wir allerdings mit Anhänger offen, hat man schon so 12, 13 Liter. Jetzt kommt der Worst Case, der geschlossene Anhänger. Dann hat der Bus schon mal 17, 18 Liter Verbrauch. Oder wenn wir alleine irgendwo hinfahren, ohne Bus, und man halt mit einer Reisegeschwindigkeit von 160 unterwegs ist, 180, 200, weil es halt so ist, wenn sechs Leute hier drin sitzen, Zeit ist Geld, dann will man ja auch irgendwie mal ein bisschen von A nach B kommen, wir sind viel nachts unterwegs, dann kommt man halt auch schon schnell auf 14, 15 Liter. Ist für mich aber okay, weil man darf halt einfach nicht vergessen, wir haben hier nicht das doppelte Volumen als ein anderes Auto, sondern eher das drei- oder fünffache Volumen. Deswegen ist der Verbrauch für mich der vollkommen akzeptabel. Weil Fakt ist, mit zwei Autos unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall nicht so entspannt und noch viel anstrengender. So, ganz wichtig, haben wir gerade beim letzten Dreh wieder gehabt, wo wir am Driften waren, auf gar keinen Fall einen Bus kaufen mit zwei Flügeltüren. Zwei Flügeltüren sind zwar geil, damit man Paletten reinfahren kann. Das geht hier nämlich leider nicht, weil man mit dem Gabelstapler nicht reingefahren kommt. Aber ich sag euch, wie oft wir im Regen schon hier hinterstanden. Weil hier können ohne Probleme 4 bis 6 Leute drunter stehen und kriegen keinen nassen Kopf. Das ist einfach viel wert. Ja, okay, wie ihr seht, ich fahre gerne Zeugs durch die Gegend. Hier haben wir schon mal die nächsten Serviceteile für den Obergolf. Das seht ihr im nächsten Video. Hier extrem geile Nummer. Kam tatsächlich vorhin die Flaschenpost vorbei und hat ein paar Kisten gebracht. Unbekannterweise hat mir tatsächlich jemand, dem ich mal geholfen habe, als Dankeschön einfach ein paar Kisten Bier geschickt. Aber ich will euch eine Sache zeigen. Wir nehmen jetzt hier mal die Kisten auf. Ja. Guckt euch das mal an. Ich habe euch gerade noch gezeigt in der dritten Sitzreihe, wie viel Platz da zum Knien ist. Und hier kriegt man trotzdem noch eine Palette bzw. einen ganzen Motor rein. Ne? Das ist wirklich krank, was man in die Kisten kommt. Also es gab wirklich schon Tage, da hatte ich einen Motor hinten drin, zu den Zeiten, wo Limo-Motor noch öfter mal kaputt war und bin den wirklich mal eine Woche durch die Gegend gefahren, weil es mich einfach gar nicht gestört hat. So, um euch da mal eine Größenordnung zu geben. Ne? Selbst hier wären wir immer noch nicht bei der Bank. So, wem das aber nicht reicht an Platz, der kann ganz schnell Sitz und Bank ausbauen, das zeige ich euch auch noch. Das ist wirklich, wirklich easy. Weil, macht einfach nur Folgendes. Das soll hier übrigens kein VW-Verkaufsvideo werden, aber ich bin wirklich einfach Busfan. Ich muss wirklich einfach sagen, für meinen Lebensalltag war es einfach das Beste, was ich machen konnte.
So, wenn ihr doch mal ein bisschen Wäscheplatz braucht, einfach hier ziehen und da ziehen. Nach vorne kippen. Ja, das ist der Nachteil mit den... Alter, es scheitert tatsächlich gerade an der Heinekenflasche. So, runterfassen. Und schon ist die Bank hier raus. Also, da brauchen wir natürlich jetzt immer eine zweite Person für. Hier, Tim, komm mal mit einmal. Ja. Dann nehmen wir den mal raus. So, easy. Wenn ihm das auch nicht reicht, da legen wir kurz mal den Bus hier, weil es so schnell geht. Zack, einfach den Sitz nach ganz vorne. Schön, dass wir hier klappen. Die Tropfen hier kommen aber nicht vom Bus, oder? Nee, das ist vom Waschen. Er hat heute noch mal die Liebhaberpflege bekommen. Deswegen läuft das denn hier immer raus. So, innerhalb von wenigen Sekunden haben wir aus einem 8-Sitzer einen 4-Sitzer gemacht, immerhin noch. Eigentlich einen 3-Sitzer, weil da sitzt man natürlich alleine bequem. Jetzt habt ihr aber hier schon mal was zu messen. Ja, man muss das einfach mal so in Zahlen mitnehmen, weil es ist wirklich, damit man mal diese Größe von so einem Bus zeigt. Machen wir es anders, wir machen die Tür sogar mal zu. Ah, hier auch noch, ganz wichtig. Zum Notfallpaket gehört natürlich auch immer ein kleiner Kompressor. Guckt ihr dann. Wir haben bis zur Kante des Sitzes schon 2,93 Meter. Und ohne Probleme kann man jetzt natürlich noch den Sitz kippen und bis nach vorne, dann gehen 4 Meter rein. Haben wir öfter mal genutzt, wenn wir eine Holzplatte holen mussten, kann man wirklich den Sitz jetzt nach vorne klappen, da reinlegen, fertig. Und das ist wirklich eine Größenordnung, wo ich sagen muss, schon geil. Ja, also Summe abschließend kann man sagen, jeder, der Bock auf so eine Bude hat, man kann wirklich nichts falsch machen, auch mit hohen Laufleistungen. Ich finde, die Autos sind deutlich weniger anfällig, als man eigentlich denkt, weil man liest immer viel, dass hier was kaputt und da was kaputt. Ah, ein Riesenpunkt, was ich nicht geglaubt hätte. 412.000 Kilometer. Kein Rost. Wirklich kein Rost. Muss man einfach heutzutage so sagen, ne? Guckt euch an, wie viele Autos es gibt, die mit viel, viel weniger Laufleistung oder auch viel, viel jünger schon Rost haben. Und selbst diese typischen Stellen, wo man immer denken würde, das muss doch hier irgendwann anfangen zu rosten, mit den Leisten oder auch hier hinten an der Heckklappe. Hier, selbst da. Diese typischen Stellen, wo so ein Auto normalerweise immer rostet. Selbst da ist gar nichts. Hier ist nichts. Nirgendwo ist. Garagenwagen. Garagenwagen. Hier hat Mike sein Werk vollbracht. Natürlich ein paar Blessuren hat er, weil er wurde wirklich richtig genutzt. Aber selbst die haben wir gerade noch mal wieder einmal gerettet. Die kann jetzt überlackiert werden und so weiter. Bin tatsächlich überlegen, durch diese Lichtthematik, ob ich ihm eine T6 Optik spendiere. Passt Plug and Play. Der Krischi von Mechanics hatte mir angeboten, den einmal auf T6 Optik zu bauen. Nur von außen. Fände ich eigentlich ganz geil. Weil ich eh neue Scheinwerfer kaufen würde. Weil Licht ist Sicherheit. Sicherheit ist am Ende unbezahlbar. Und wenn ich schon neue Scheinwerfer kaufe, dann bin ich tatsächlich überlegen, T6 zu machen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, genau. Wenn ihr den Bus bei Schwan im Bad sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Nein, keine Ahnung. Was soll ich noch mehr sagen? Ich wollte euch einfach nur einmal zeigen, dass man auch wirklich mit so einem serienmäßigen Bus einfach nur glücklich sein kann. Also selbst eine Person wie ich, weil ich weiß, ganz viele erwarten immer, dass ich irgendwie die neuesten Autos fahre, jedes halbe Jahr was Neues, egal ob es M3, RS4, RS5, Touareg, RSQ8, X3, X5, wie auch immer, ist es mir wirklich egal, weil ich setze mich in dieses Auto rein und es geht los. Alleine, wir haben Ladegeräte für GoPros, für die Hauptkamera, man kann alles damit machen. Es ist wirklich so, fahren wir nicht mit dem Bus irgendwo hin, muss ich eine halbe Stunde überlegen, ob wir nicht irgendwas vergessen haben, weil man einfach alles dabei hat. So, und jetzt kommt ja noch der Punkt, wenn wir auf ein Event fahren mit Abarth, ist der ganze Kofferraum immer voll. Wir können mitnehmen. 4 Slicks, Wagenheber, Kraftstoff, Werkzeug. Es geht alles da rein und dann können wir immer noch 8 Leute mitnehmen. Ne? Das ist einfach geil. Ist einfach geil, muss man einfach sagen. Und das mit dieser stressfreien Technik, weil jeder würde denken, Alter, bei der Laufleistung, da müssen doch alles, da muss alles einmal neu gekommen sein. Egal, ob es Antriebswellen, Radlager, Querlenker, Domlager, Schwungrad, Zwei-Massenschwungrad, typisches Thema. Nein, selbst das Zwei-Massenschwungrad macht hier mit Allrad absolut gar keine Probleme. Es ist wirklich ein absolut stressfreies Auto, was ich jedem nur empfehlen kann. Den einen Liter, den der Allrad mehr verbraucht, nehme ich gerne in Kauf.
weil einfach der Verschleiß am Ende weniger ist und das Auto einfach 10-mal geiler fährt. Genauso auch mit dem langen Radstand. Habe ich noch irgendwas vergessen? Fällt dir noch irgendwas ein? Ja, also als Mitarbeiter muss man halt auch sagen, dass man dankbar ist, in einem Bus zu sitzen, anstatt in einem SUV. Ja, oder Beispiel ist hier mein RS4B7. So, ne? Jedes Mal, wenn wir damit irgendwo hinfahren, es ist eigentlich irgendwie nur anstrengend, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Weil, keine Ahnung, es ist einfach, hier ist es so, wir fahren mit dem Auto 5, 6, 7 Stunden irgendwo hin, du steigst aus und bist nicht gerädert. In jedem anderen Auto alleine mit Akustik, Lärm, Fahrwerk, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, als wenn man alt geworden ist, aber ich kann euch wirklich nur sagen, ne? Und wenn du hiermit fährst, würdest du denken, dass er 412.000 Kilometer hat? Nö. Eigentlich gar nicht, ne? Ganz viele sagen auch immer, ey, mach doch 18 Zoll, 19 Zoll Luftfahrwerk rein, leg auf den Boden. Nein, mach das bitte nicht, weil der Bus ist einfach geil, genau so wie er ist. Es ist einfach ein Nutzfahrzeug. Man muss den nutzen und schon wird man ihn lieben. Ja, jawohl. So, okay. Kleiner Real Talk zum Thema T5. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare. Hier wurden schon ein paar Bier mit aufgemacht, sehe ich gerade. Schreibt in die Kommentare, was euch noch interessiert. Ich werde im Monatsupdate darauf eingehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.